gotta warn ya, it ain't over yet. Got you out of the hot water, but you're still all wet. And if you don't pay attention, you're gonna get what you deserve. Better do something, and baby, remember who it was. You better do something, and baby, remember who you love. Ain't got nothing but love for you, that's what I do. But it's gonna take more than that to see us through. Voilà. Zusammen am Plug 2015. Wir wechseln auf Mundart, weil mit mir hier der Hendrik Sackle. Hoi Hendrik. Sally Alex. Sally, wir sind hier im Zermatterhof in der Sportsbar. Das ist, glaube ich, ein Platz, den du ein bisschen kennst, oder? Ich bin, du meinst jetzt vom Abhang, ja, oder vom... nein, vom, so ein bisschen vom Klavier und so. Ja, ich bin gestern ein bisschen üben da, genau, für mich. Okay. Also entweder hat es extrem viel gebracht oder es war gar nicht nötig, es klingt mega. Voilà, das ist einfach für mein... für meine... für deine Beruhigung. Genau, für meine Beruhigung. Wenn ich 4 Tage nicht gespielt habe, dann werde ich langsam ein bisschen... Nach 4 Tagen schon? Werde ich ein bisschen kribbelig, ja. Okay. Genau. Das macht, glaube ich, der grosse Künstler aus. Er zweifelt immer an sich, oder? Strive for the better. Entweder an mir oder an anderen, ja, genau. Ach, aber es wird immer, ja, Zweifel ist immer. Ja. Zweifel genau. Ist immer da. Wir sind hier im Zermatt Unplugged. Unplugged spielen ist natürlich für einen Pianist, Musiker wie dir auch Kür, nicht das Pflichtprogramm, oder? Ja, das ist eigentlich, ja, das ist Chef. Das ist wirklich so Chef. Es ist einfach jetzt halt gerne mit Lager spielen, das ist so etwas, habe ich immer, bin ich immer wahnsinnig nervös. Mit so niemand hast vor einem Konzert, wo du mit einem blöden Witz machen über das, wo alles in die Hose gehen könnte oder so. Aber es ist natürlich nein, es ist wirklich das Schönste, also Unplugged spielen ist grossartig. Wie ist es dazu gekommen, dass du hier jetzt Unplugged bist eingeladen worden? Bist du da, irgendwann hast du das Telefon geläutet? Das ist mir immer noch ein grosses Rätsel, mir selber. Nein, ich habe natürlich, du, ich weiss aber nicht, wie das zustande kommt, das kommt ja über das Booking. Ja, okay. Und ich frage dich aber nicht nachher, warum haben sie die angerufen? Ja, ich finde es einfach schön, haben sie angerufen. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, das ist klar. Also weißt, manchmal ist es ja nur noch interessant, weil es gibt darum auch Bands, wir haben schon Bands erlebt hier, die selber gesagt haben, sie würden gerne mal hier so ein Unplugged-Set spielen, weil das für Bands häufig wie eine Premiere ist, oder? Also weil sie sonst normalerweise entweder plugged mit viel Elektronik auftreten oder wenn dann nur kurze Unplugged-Set, also kleine Minisets machen, oder? Nein, das ist natürlich bei mir jetzt vom Instrument her ist es irgendwie klar. Also der grösste Teil von meiner Zeit spiele ich unplugged. Ja. Das ist schon. Also jedes Mal, wenn ich am Üben bin, ist es unplugged. Oder wenn ja, ich daheim spiele oder so, dann ist es eigentlich okay. Immer unplugged. Ja klar. Hast du so einen schönen Flug daheim? Eben noch nicht. Aber ja. ich hoffe jetzt, dass mit der Gage vom Zermatt unplugged, dass das mehr drin liegt. Aber über das können wir hier leider nicht Auskunft geben. Für Gage sind wir nicht zuständig. Häufig ist ja nicht nur das Problem, das nötige finanzielle Kleingeld aufzubringen, sondern der Platz. Oder? Eben genau, ich rede nicht vom Geld für den Flügel, ich rede vom Geld haben, für den Platz. Nachher, genau. Und dann würdest du den Flügel quasi ja. Selber finanzieren. Logisch, das wäre Peanuts, aber du musst ja quasi den Raum rundherum haben. Ja, klar. Genau. Bist du zuerst mal am Zermatt anplagt? Ich bin zuerst mal am Zermatt anplagt. Ja. Also auch als Gast zuerst mal. Ja, zu meiner Schande muss ich sagen, das erste Mal. Ja klar, also ich meine, ich würde jetzt dir zugestehen, dass du sicher gerne wärst schon gekommen, wenn du nicht immer mit dem Philipp Fankhauser überall auf Tournee wärst. Das ist ja jetzt auch ein bisschen neu, dass man dich als Solokünstler erlebt, eigentlich, oder? Ja, das ist seit etwa anderthalb Jahren. Ja, ja, eben, genau. Also, wie lange bist du mit dem Philipp schon unterwegs? 10. Also jetzt sind wir in unserem verflixten 10. Jahr. Und wie läuft es so? Wie das halt so ist bei diesen verflixten 10. Jahren. Oder? Man weiss langsam, was man aneinander hat, das ist super. Und man weiss das, was einem schon seit 10 Jahren auf die Nerven geht, weiss man auch. Nein, es ist super. Also mit dem, also ich bin noch nie in einer Formation so lange dabei gewesen. Und das ist schon mal eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Klar. Und vorher war es Swiss Jazz Orchestra, gewesen, oder? Das ist alles, so, alles so ein parallel gelaufen. Genau. Gibt es das noch, Swiss Jazz Orchestra? Swiss Jazz Orchestra gibt es noch, aber das Projekt, wo mit diesen Gästen aus dem Pop oder auf jeden Fall nicht Jazzbereich,
Das, ja. das ist das Projekt, das ist, glaube ich, auf zwei Platten beschränkt. Ja, genau. Okay. Aber sie sind ja eine stehende Formation. Also. Klar, ja, aber nein, es war eigentlich wie eine Supergroup gewesen, oder? Mit all diesen Solisten. Das hat manchmal so ein bisschen den Eindruck gemacht. Ja, es ist super, es war eine total gute Zeit gewesen. Ja, klar. Ja. Du hast ja auch schon mit dem Bühne, glaube ich, auch schon zusammen gearbeitet. Also mit dem Swiss Jazz Orchestra in dem Verbund. In dem Verbund und bei Patent eines, wo es eine Branche schlecht, ja. Also wo er krank war. Ja. Habe ich ihn mal vertreten. Ja. Und die Bühne hat bei einem meiner Stücke, wo es aber noch nicht gibt auf Platte. Okay. Das ist, aber das kommt dann auf die nächste. Okay. Okay. Ist schon nicht eine B-Side. Das wäre sicher. B-Side sind so spezielle. Haben wir so speziellen Wert? Man sagt ja, B-Side. Vielleicht, was es noch zwei Seiten gegeben von einer Platte. Ja, haben wir uns eigentlich gefreut auf B-Side? Weil der Rest, das andere hat man ja gekannt. Ja, genau. Das gibt es ja nicht. Nein, also ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Aber also ja, es gibt auf jeden Fall ein Duell mit dem Bühne. Mit dem Bühne. Also für mich als O-Berner ist das ja sehr schön, da die argau-bernische Freundschaft da zu pflegen. Bei dir fällt mir das richtig auf. Du bist sehr Bern, also freundlich. Also du spielst mit dem Philipp Anker, Tuner. Du wirst abgemischt von einem Tuner auf Tournee. Du hast mit dem Bühne gespielt. Wie kommt das? Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich weiss, das allererste Mal war mit der Jamming. Das ist eigentlich, ich glaube, so hat es okay. Angefangen. Wo ich als Gast quasi ihr Trio zu einem Quartett gemacht habe. Okay. Und nachher ist dann, hat es immer wieder so kleine Kollabos gegeben und dann schlussendlich Stopp der Shopper. Das ist dann mein erstes festes Engagement in einer Berner Band. Und seither ist es. Ja. Gehört es einfach irgendwie dazu. Aber das dunkle Bass ist so eine. Ist auch eine Art von Musik, die mir liegt. Mhm. Oder wo das Bern Zürich ist ein bisschen härter. Ist ein bisschen, oder es ist. Wie soll ich sagen? Also es gibt erst die ganze Punk-Geschichte. Oder beim Vonderheide bin ich auch lang gewesen. Okay. Es ist so die Cabaret-Geschichte. Ja, oder Chanson und so. Genau. Aber so, es sind so die Bands, die Musik machen im Stil von wie. Eben Jobbers, wo eigentlich schon immer meine Lieblingsband ist, meine Schweizer Lieblingsband. Und Jamming the Blues eben auch. Jamming oder eben Patent oder Zürich, das gibt es eigentlich in Zürich gar nicht. Nein, das ist so ein bisschen der Berner, die Pop-Avantgarde, auch ein bisschen. Ja. Mhm. Ich möchte noch mal zurück auf Zermatt kommen. Du hast ja ein Gig heute Abend im Sunecca, wo von vielen sehr mit viel Vorfreude erwartet wird. Können wir denen ein bisschen geben, was sie sich so sehnen danach, nämlich was gibt es, was sie erwarten? Also es gibt ganz einen ruhigen Abend, ganz einen feinen Abend. Es ist, ich habe immer so das Gefühl, wenn der Kapitän auf Landurlaub und er ist ausgesoffen, Magnum saufen und sehnt sich langsam wieder nach dem Schiff und dann wenn er so langsam in die in der wie sagt man, dem Vorfreude, aber so leicht depressive Zustand. Also es wird ganz fein und ganz ruhig. Jetzt okay, eine gewisse Melancholie schön. Genau. Okay. Es ist ja auch auf Sunecca, es ist auf glaub, 2000 Meter Höhe. Mhm. Bist du schon mal gewesen auf dem Sunecca? Ich bin gestern so bei Gabriel. Ah, du bist selber umgegangen. Okay. Genau. Und ich habe mir überlegt, Jesus Christ, wie mache ich das nach einer Stunde lang durchsingen mit dieser dünnen Luft? Aber, dünne Luft und warm ist es. Warm ist es, gut, warm das, ist, das kommt mir entgegen, das ist gut. Ja, bin ich einverstanden. Warm, aber es hat ein bisschen feuchter sein. Oder? Du meinst von den Stimmbändern? Ja, genau. Gut, das stimmt. Ja, das merke ich auch hier oben, dass die Stimme relativ schnell genau. austrocknet ist. Ich sage, am Fuß vom Matterhorn ein Gig zu geben, ist das noch etwas Besonderes? Oder kannst du da ehrlich nicht sagen, ich bin der in meiner Welt, wenn ich da meine Stimme gebe und meine Sound gebe? Also ich glaube, in dem Moment, wo ich den spiele, kommt es nicht mehr darauf an. Dann ist es, aber natürlich, klar, also die Zeit, die du vorher dort bist und du stehst auf dieser Terrasse raus und schaust in die. Also das ist schon speziell. Das ist speziell. Mhm. Das ist definitiv speziell. Kannst du auf Tour, wenn du auf Tour bist, also jetzt eben, du hast ja letztes Jahr deine Tour gemacht, aber auch mit Band, das ist jetzt glaube ich auch eine Premiere, heute ganz allein, oder? Ja, das ist der zweite jetzt. Ja. Der zweite. Wenn du aber eben zum Beispiel mit dem Philipp unterwegs bist, dann sind das manchmal auch stressige Zeiten. Wie kannst du die Sachen erholen von Auftritten und Transfer und so? Die macht ja nicht nur Schweizer Gigs. Oder? Einfach viel, so viel liegen und schlafen wie möglich. Das ist wirklich so ein bisschen so die tote Flüge spielen, wenn du nicht gerade musst arbeiten. Das ist irgendwie das,
viel mehr von mir probieren, ein bisschen zu nehmen. Also einfach nicht rumzuhufen, nicht rumzuzickeln. Immer wieder ein bisschen sich zu erholen. Und wenn jetzt müsstest du sagen, was liegt mir eigentlich mehr, auf Tour sein, den Adrenalinkick zu haben, jeden Abend auf der Bühne, gemütlich ein bisschen länger schlafen im Hotel oder daheim in einem Stillkämmerli Songs werken, kannst du da irgendeine Präferenz sagen? Ich glaube, das hat immer, also es braucht die Zeit, wo du im stillen Kämmerli, oder ich brauche die Zeit, wo ich im stillen Kämmerli am Song bastle. Und wenn es dann kommt, ist das Größte, was es gibt. Und nachher ist es dann quasi wie, das wäre die Folge von dem. Also du musst die Kinder in die Welt raus, schicken und musst zuerst noch ein bisschen mitlaufen mit ihnen. Und das ist irgendwie eben genauso geil. Ja. Also, aber es ist so wie, es braucht das eine und das andere. Mhm. Und manchmal, wenn du auf Tour bist, gibt es schon die Momente, wo ich denke, ah nein, ich will so gerne bei mir im stillen Kämmerli. Jetzt geht es. Oder du bist im stillen Kämmerli, dann sagst du, ah, fuck it, ich möchte eigentlich jetzt am liebsten unterwegs sein. Und ja gut, das ist möglichst sehr menschlich, oder? Genau. Meistens das, genau. Was wir nicht haben. Wie schreibst du am besten Songs? Also was braucht ihr da so für ein Umfeld? Ein Klavier mit einem Glas Wein und Ruhe? Oder, Ja. Also ich habe also mein Atelier, wirklich sehr schönes so ein altes Ladenlokal, wo ich mir eingerichtet habe, ist ein riesen Puff überall und überall jetzt Aschenbecher und überall jetzt leere Gläser und weiss ich auch was. Also es ist so, ich muss Ruhe, saufen, rauchen, ja genau. Das und wenn du gestört wirst dabei, dann kannst du ein putzig werden? Ich werde nicht, es braucht viel, bis ich putzig werde. Aber hast du keine Behauptung gesehen? Also ich würde wahrscheinlich putzig, wenn man mich in meinen Kreisen würde stören, oder darum? Nein, ich tue dann einfach immer so, als hätte ich nicht gehört, dass es geklopft hat oder so. Okay, also, selektive Wahrnehmung. Ja, es ist einfach Kommunikationsverweigerung. Hey Hendrix, es ist sehr schön, haben wir dich hier. Wir freuen uns wahnsinnig auf den Gig. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen unverschämt ist, wenn ich dich frage, ob du am Schluss nochmal würdest ein bisschen Tasten holen für uns? Das machen wir. Okay. Merci mal, der Hendrix Ackle. Zermatt am Plagg 2015, heute Abend aufs Weg. And this is how I make you weep. God, what am I only thinking? To use a language you don't speak. When all you need from me is something that makes you understand. And in my lack of words to explain something I myself and me cannot quite come to terms. I get carried all the way until there is nothing left to say. With all its splendor, with all its magic, all its love. At times it all turns upside down. I am lost, but I'll be.